Hallo Welt, da sind wir wieder und wir haben Simon übernommen. Das heißt, wir werden jetzt aus unserer Box treten, mal gucken, was die Menschen dazu sagen. Können wir unseren Namen ändern? Bender wäre schön. Desintegrierung erscheint mir nicht wünschenswert. Oh, jetzt müssen wir fliehen. Er hat sie befreit. Das ist gegen das Gesetz. Aufzug, Security Level 10. Zurück. Nur für Autorisierte. Zurück in eure Arretierung. Aufzug rufen. Die folgen uns alle? Oh. Bot-Aufstand im Lager 2. Direktive. Aufständische Bots vernichten. Alle übrigen desintegrieren. Bender Bending Rodriguez. Oh nein. Wir sind so viele, wir schaffen das. Hier, stell eine Waffe her. Laserdrucker, ich meine 3D-Drucker. Das zeigt uns nur, wo wir sind, wahrscheinlich. Kontrollsystem. Ja, Security Level 10 wieder. Zugriff nur für autorisiertes Personal. Und wir sind fähig, das zu hacken. Mal sehen, ob ich die Wächterdrohnen von hier aus abschalten kann. Nein, kein Top-Level-Zugriff. Unmöglich. Wir sind verloren. Moment, diese Fertigungslaser kann ich übernehmen. Was soll das bringen? Vielleicht kann ich damit den Weg frei machen. Hey. Okay, Sektion A. Uah. Was? Noch eine Drohne. Base 2. Sektion B. Und Drohne. Sektion C. C? Wie kommen wir da hin? Über 3? Wir sind unter Beschuss. Wechsle zu Sektion A. Wo ist... Noch eine Drohne. Sektion B. Gar nicht so einfach. Drohne. Sektion C, brauchen Sie Hilfe. Wir sind unter Beschuss. In Sektion A. Beachtlich. Noch eine Drohne. Base 5. Sektion B. Drohne. In Sektion A. Wo? Oh, die Maus. Wir Maus. Sind unter Beschuss. In Sektion C brauchen Sie Hilfe. Noch eine Drohne. Sektion B. Drohne. In Sektion C brauchen Sie Hilfe. Wir sind unter Beschuss. Sektion B. Beachtlich. Wo kommen die? Eine Drohne. In Sektion C brauchen Sie Hilfe. Wo kommen die alle her, diese Drohnen? Drohne. Sektion C. Pff,
Für die Freiheit. Simon hat mehr als die Hälfte. Das müssen die Letzten gewesen sein. Du hast die meisten durchgebracht. Gut gemacht. Kommt, verschwinden wir hier. Mehr als die Hälfte hat er durchgebracht. Ja, die haben aber doch nicht alle das Gleiche wie wir. Das Bewusstsein. Ja, hat Simon denn wirklich ein Bewusstsein? Da vorne. Er hat da Erinnerungen. Und nun? Wo sollen wir hin? Was sollen wir jetzt tun? Ihr könnt jetzt tun, was ihr wollt. Ihr seid frei. Das ist nicht vorgesehen. Dafür habe ich keine Prozedur. Dann sollten wir eine entwickeln. Wir sollten zurückgehen. Macht, was ihr wollt. Ich gehe jetzt. Passt auf euch auf. Er kommt nicht weit. Sechs Tage vor dem Anschlag. Berlin, Sektor 12, Sonntag, 5. Januar 2048, Mobility Port. John? Nein, das ist... Alles in Ordnung? Ja. Das muss Richards Sohn sein. Wie heißt du, junger Mann? James. Sehr gut, James. Ich bin Simon. Ich dachte, ihr habt keine Namen. Ich habe einen bekommen. Von Jeff. Er hat mich assembliert. Warum ist er allein? Was machst du hier unten, James? Wo sind deine Eltern? Weiß ich nicht. Ist mir egal. Oh. Du bist weggelaufen? Wo wolltest du hin? Ich weiß nicht. Und wo wohnst du? Am West Plaza. In Berlin. Was ist denn so schlimm gewesen? Ich meine, dass du weglaufen musstest. Mein Dad hasst mich. Aber nein. Bestimmt nicht. Mom will mit mir wegziehen. Weil er sie betrügt. Ich verstehe. Tu nicht so, du verstehst das überhaupt nicht. Du bist verwirrt, junger Mann. Du solltest hier nicht allein sein. Du brauchst einen Freund. Ich passe auf dich auf. Komm jetzt. Komm. Berlin Central, Mittwoch, 15. Januar. Und Matt. Herzlichen Glückwunsch, James. Ich erhöhe den Schwierigkeitsgrad um weitere 10%. Dein Vater kommt. Oh nein,
Er mag Bots nicht. Mach irgendwas, Simon. Zeig ihm, dass du gut bist. Ich versteck mich. Ich spiel Klavier. Das habe ich mir gedacht. Dad, das ist ein... Ich sehe, was das ist. Hey, fass das nicht an. Großartig, Tracy. Ganz toll. Das schenkst du ihm also. So eine Missgeburt. Hey, fass das nicht an. Aber Dad... Richard. Nichts, Richard. Ich will, dass das Ding hier verschwindet. Sofort. Nun beruhig dich doch erstmal. Mom? Ich will diesen künstlichen Schrott hier nicht haben. Das ist Frankenstein-Zeug. Wisst ihr nicht, wer ich bin? Seid ihr verrückt geworden, oder was? Hey, guck mal, was ich kann. Mom, sag ihm doch. Meine Frau, mein Sohn. Ihr seid doch besessen von diesem Mist. Wie alle anderen auch. Komm, James. Wir gehen in dein Zimmer. Nein! Das ist nicht menschlich, versteht ihr? Das ist künstlich. Es lebt nicht. Es ist falsch. James ist unser Sohn, Richard. Ich repariere das. Willst du nicht, dass er glücklich ist? Ach komm, unser Sohn. Wenn ich das schon höre. Möchten Sie, dass ich Ihnen ein Essen assembliere? Er ist dein Sohn, ja. Ich darf hier nur das Geld verdienen für deinen... für euren ganzen... Sprich ruhig weiter. Und du? Warum läufst du weg? Ich hab gesagt, du sollst in der Wohnung bleiben. Sie haben ihn allein gelassen. Na, ich hab das alles so satt. Ich hab's auch satt. Das kannst du mir glauben. Na, macht, was ihr wollt. Ich fahr zurück nach New York. Ein Tag vor dem Anschlag. Lebt der Mann noch in den 20ern? Schau dir diesen Mist an. Aha, die waren hier. Und wir können... Dr. Sykes? Sir, ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie dieses Grundstück widerrechtlich betreten. Gastfreundschaft, mein Lieber. Was macht er in Richards Wohnung? Sir, Mrs. Nolan hat mich beauftragt... Mrs. Nolan ist weg. Haben wir ein Problem, Base 5? Bitte gehen Sie. Sir, ich fürchte, ich muss darauf bestehen, dass Sie die Wohnung verlassen. Kein Wunder, dass wir deine Baureihe ersetzen. Komm, spiel uns was auf dem Ding da drüben. Na los. Spiel. Mit dem Base 5 stimmt was nicht. Hey. Na einfach los. Ignorieren. Wo ist das Fahrrad? Spiel. Nö. Mit dem Base 5 stimmt was nicht. Ich guck lieber aus dem Fenster. Hey. Na los. Spiel. Mit dem Base 5 stimmt was nicht. Wo ist der Junge? Kein Junge da? Der Teddy ist weg. Ach, oh, der Teddy war woanders. Der Teddy war nicht hier. Spiel. Mit den beiden stimmt aber auch irgendwas nicht. Wie können wir denn jetzt wirklich rebellieren? Ja, die nehmen uns doch sofort auseinander, wenn die das mitbekommen. Spiel weiter. Weiterspielen.
Na los. Es tut mir leid, wir sollen noch spielen. Ja doch. Wer bin ich denn? Dieses Klavier ist nicht richtig gestimmt. So, was machen wir jetzt? Dr. Daniel Sykes, Facharzt für Neurologie. Was macht der denn hier genau? Stellvertretender Klinikdirektor. Aha, dein persönlicher Hausarzt, Gesundheitsberater. Staubsauger. Nein, was steht als letztes? Seelsorger, ach so. Ja. Hm? Kurtz Entertainment Labs Inc. Der Nutzer Nolan James, ID 12048, führt auf diesem Gerät die Rangliste an. So. Wenn ihr nicht wollt, ich gehe jetzt und rufe da meine Kumpels alle. Ich bin mal weg hier. Hier geblieben, Base 5. Dürfen wir nicht? Dann nehmen wir das Fahrrad. Ach, wieso geht denn nichts? Hier ist ja gar kein... Wo ist denn hier alles? Echt jetzt? Müssen wir spielen, bis wir die richtigen Töne treffen, oder wie? Ja, 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 ja. Findet ihr das nicht irgendwie seltsam? Na komm, dann spielst du jetzt das hier. Das Lab ist vorbereitet. Liefert Nolan bei Carter ab. Ich muss zurück nach New York. Es geht mich ja nichts an, Doc, aber warum ausgerechnet Richard Nolan? Die KI braucht eine Bezugsperson. Jemanden, dem sie sich öffnet. Er wird natürlich modifiziert. Und Nolans Frau? Nicht mehr zu gebrauchen. Ich hab's denen gesagt. Diese Fremddatensache ist russisches Roulette. Aber Kurtz musste der Dame ja unbedingt eine neue Vergangenheit schenken. Tja, neu hat sie bekommen. Und die glauben, Nolan lässt sich überzeugen? Wir werden sehen. Wenn er seine Familie wirklich vermisst, haben wir eine Chance. Und wenn nicht? Das Narkotikum. Er kommt. Tracy. James. Wer sind Sie? Mr. Nolan. Keine Angst. Bitte, setzen Sie sich zu uns. Was machen Sie in meiner Wohnung? Wir warnen ihn. Sir, ich glaube, diese Männer wollen... Du hältst die Klappe.
Das genügt, Base 5. Schalt den Bot ab, Quinn. Und lösch seine Aufzeichnungen. Ich will jetzt wissen, wer Sie sind. Wo ist mein Sohn? Sir, ich... Oh, wir haben ihn kaputt gemacht. Wir hätten weiterspielen sollen. Ich hatte dir neue Daten geschickt. Hast du sie bekommen? Ja, habe ich. Na und weiter? Was hast du erlebt? Ich habe Bots gesehen. In einer Fabrik. Bots? Das ist seltsam. Deine Frau war auch dort. Mit Dr. Kurtz. Was? In der Fabrik? Adam, welche Fabrik? Wo? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Was ist denn? Ist was passiert? Dieser Junge. James. Er war allein. Nur ein Bot war bei ihm. Wieso lassen Sie ihn so allein? Wen meinst du? Tracy und mich? Nein. Wen denn dann? Er war ganz allein. Sie gehen zu weit. Das alles geht zu weit. Bitte, Adam. Was hat Tracy gesagt? Hat sie über einen Upload gesprochen? Keine Anrufe mehr. Und halten Sie sich von meinem Sohn fern. Er ist nicht dein Sohn. Er muss wieder nach Hause. Er braucht seine Eltern. Er hat seine Eltern. Hat er nicht. Es ist sein verdammtes Recht, mit mir zu sprechen. Und es ist auch mein Recht. Jetzt reicht's mir aber. John ist mein Sohn. Er lebt hier bei mir. Alles andere sind Hirngespinste. Du weißt genau, dass es wahr ist. Und selbst wenn. Davon muss es noch lange nicht richtig sein. Adam, hör mir zu. Ich habe zugehört, Richard. Lange genug. Du bist ein Lügner, ein Ehebrecher und du bist kein Vater. Das alles hat absolut nichts mit mir zu tun. Selbst dieser Bot, Simon. Simon? Der Bot hieß Simon? Ich hol jetzt meinen Sohn da raus. Adam! Schluss jetzt damit. Ja, liebe Welt, den werden wir rausholen, aber nicht mehr in dieser Folge. Vielleicht in der nächsten. In dieser Folge bedanke ich mich noch für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.